Willkommen auf dem Channel des Syndikats. Ich bin Kumagawa und hier ist unsere Kritik zu den ersten drei Folgen von Extraordinary Attorney Woo. Extraordinary Attorney Woo ist eine koreanische Dramaserie, von denen die ersten Folgen am 13. Juli 2022 auf Netflix veröffentlicht werden. Danach kommt jede Woche eine weitere neue Folge. Insgesamt wird die erste Staffel 16 Folgen haben. Und ich sage mit Absicht erste Staffel, weil die Serie gerade in Korea zum nächsten absoluten Mega-Hit wird. In der Serie geht es um Woo Young-Woo. Die befindet sich im autistischen Spektrum, was ihr Leben nicht einfach macht. In ihrer Kindheit stellte man dies fest. Sie ist keinesfalls zurückgeblieben. Ganz im Gegenteil. Sie besitzt einen Intelligenzquotienten von 164. Doch dadurch, dass sie Autistin ist, fallen ihr viele Sachen schwer, wie zum Beispiel der generelle Kontakt mit Menschen, sich auszudrücken und außerdem besitzt sie so einige Ticks. Stellt euch eine Mischung aus Adrian Monk aus Monk vor, der zwar kein Autist war, aber an vielen Ticks litt, und Dustin Hoffman in Rain Man, der tatsächlich ein Autist war. Die junge Woo Young-Woo ist wie bereits erwähnt sehr clever und lernt schon in jungen Jahren die koreanischen Gesetze. Sie wird Anwältin und fängt bei einer sehr bekannten Anwaltskanzlei an, wo sie hilft, Klienten zu vertreten und ihren Alltag bewältigen muss. Und darum geht es in der Serie. Die Fälle fallen recht unterschiedlich aus. Hier eine Frau, die ihrem Ehemann eine mit einem Bügeleisen über den Kopf zieht, da eine Braut, bei der die Hochzeit platzt. Jeder Fall bietet seine eigene Dramatik. Zu weiteren Charakteren gehören der Vater von Young-Woo, Woo Kwang-ho, der sich liebevoll um seine Tochter kümmert, und Young-Woos Kollegen von der Anwaltskanzlei, die sich mit ihr anfreunden. Sie akzeptieren Young-Woo recht schnell als jemanden, der zwar anders ist, jedoch nehmen sie das nicht als Vorwand, um sich von ihr zu distanzieren, sondern sehen das als eine Charaktereigenschaft. Young-Woo ist nicht einfach nur eine Person, die Hilfe braucht. Nein, sie kann auch richtig was. Wunderbar verkörpert von Park Won-bin. Dabei versprüht die Serie einen wirklich liebevollen Charme. Alles ist sehr entschleunigt. Die Serie ist witzig, dramatisch und lebt von dem Zusammenspiel der einzelnen Charaktere. Hier gibt es keine Bombast-Action und das ist auch gut so. Dabei wirkt die Serie in ihren besseren Momenten fast schon wie ein Märchen. Zum Beispiel, wenn Young-Woo Tagträume von Walen hat. Ach ja, sie liebt es, sich über Wale zu unterhalten, was mit zu den besten Running Gags zählt, die ich seit einer halben Ewigkeit in einer Serie gesehen habe. Die Themen der Serie sind Optimismus und Akzeptanz, ohne dabei ins Predigen abzudriften. Und somit muss ich der Serie nach den ersten drei Folgen, die ich im Vorfeld sehen konnte, eine klare Empfehlung aussprechen. Wenn ihr euch einfach mal fallen lassen wollt und ihr damit klarkommt, dass die Serie alles in ihrer eigenen Geschwindigkeit macht, ihr auf koreanische Dramen mit jeder Menge Herz und Humor, mit tollen Darstellern und dazu noch allgemein auf gute Serien steht, wird diese Serie definitiv etwas für euch sein. So, habt ihr schon mal in die Serie reinschauen können? Und wenn ja, wie hat sie euch gefallen? Schreibt es gerne in die Comments. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, um auch in Zukunft über neue Videos informiert zu werden. Bis zum nächsten Mal.